Liesegangsche Ringe. Achtung, Ammoniak ist giftig beim Einatmen, verursacht schwere Verätzungen von Haut und Augen und ist sehr giftig für Wasserorganismen. Ich übernehme keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die bei der Nachahmung dieses Versuches entstehen können. Als erstes werden 2,5 Gramm Gelatine und 0,5 Gramm Magnesiumchlorid mit 50 Millilitern destilliertem Wasser vermischt. Nach 10 Minuten ist die Gelatine aufgeweicht und es wird unter Rühren erhitzt, bis diese sich gelöst hat. Die Lösung darf nicht kochen, sonst wird die Gelatine nicht mehr fest. Am Ende ist die Lösung klar. Nun werden mehrere Reagenzgläser bis zu 2/3 mit der Lösung befüllt. Wie sich später zeigen wird, sollten Blasen vermieden werden. Aus Interesse wurde dem Rest der Lösung Universalindikator, der mit Wasser aus PH-Papier gelöst wurde, zugegeben. Der Rest der Lösung wurde in ein großes Reagenzglas gegeben. Die Reagenzgläser werden dann stehen gelassen, bis die Lösung abgekühlt und die Gelatine fest geworden ist. Dies dauert ca. eine Stunde. Dann wird auf die Gelatine konzentrierte Ammoniaklösung gegeben. Die Reagenzgläser werden daraufhin verschlossen. An der Grenzfläche bildet sich sofort weißes Magnesiumhydroxid. Innerhalb von 2 bis 3 Stunden breitet sich die Schicht aus Magnesiumhydroxid lediglich aus. In den folgenden 10 Stunden kann die Bildung von einzelnen Schichten beobachtet werden. In den folgenden Tagen wird der Abstand zwischen den Schichten größer. Hierbei handelt es sich um Liesegangsche Ringe, welche 1896 von Raphael Liesegang zum ersten Mal beschrieben wurden. Diese kommen auch in der Natur vor und können sich in porösen Gesteinsschichten bilden. Hier ist das Ergebnis nach 6 Tagen. Die Fehler in den Ringen der Reagenzgläser mit Indikator sind wahrscheinlich durch die Blasen entstanden. Als Indikator sollten offensichtlich konzentriertere Lösungen verwendet werden. Im ersten Versuch wurde Phenolrot verwendet, das den Verlauf des Ammoniaks im Gel eindeutig angezeigt hat. Eine der wenigen Sachen, die die Ringe zerstören kann, ist, wenn die Gelatine zu warm wird und sich verflüssigt. Hier wurde das Reagenzglas versehentlich durch den starken Scheinwerfer aufgewärmt. Es gibt mehrere Theorien zur Bildung der Ringe. Eine einfachere geht davon aus, dass die Partikel durch einen fixierenden Mechanismus an eine bestimmte Stelle wandern und sich dort sammeln. Die originalen Liesegangschen Ringe wurden mit Natriumchromat in dem Gel und einer Silbernitratlösung statt Ammoniak dargestellt. Dabei bildet sich braunrötliches Silberchromat. Liesegangsche Ringe können mit vielen Stoffen dargestellt werden. Dafür werden 2 lösliche Stoffe verwendet, die zusammen einen unlöslichen Niederschlag bilden. Das war die Bildung von Liesegangschen Ringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen.